Wow! Grafik! Hallo und willkommen bei Turn On. Mein Name ist Meru. Ich habe Wolf mitgebracht. Hallo. Und heute ist es endlich soweit. Wir testen den PC, den unsere Kollegen Jens und Alex gebaut haben, um eine Art Next-Gen-Konsole mal nachzustellen. Also wir gucken mal, was bringt das Ding? Und zwar ist es ja schon so, dass Alex und Jens eher so die Vertreter der PC Master Race sind. Ja. Und Wolf und ich, wir spielen hauptsächlich auf Konsole so ein bisschen. Es geht ein bisschen darum, dass natürlich wir mal sehen wollten, diese Versprechen der Next Gen, die Microsoft und Sony jetzt uns gemacht haben. Wie könnte das dann alles aussehen, wenn es dann mal rauskommt? Irgendwann passiert das ja hoffentlich auch nochmal wirklich. Deswegen gucken wir uns heute mal an, was dieses kleine Gerätchen an Auflösung hinkriegt, also 4K mit 120 FPS vielleicht mal, wahrscheinlich nicht beides gleichzeitig. Wir schauen auch mal, wie VR aussehen könnte in so vielleicht einer krassen Konsole. Aber Wolf, gerade du, der jemand ist, der wirklich nicht mit dem PC spielt, also ich habe ja sogar noch einen PC. Ja, Pause. Worauf kommt es dir dann an? Also warum bevorzugst du eine Konsole? Was ist das Ding, was dich da hält? Also darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Was mich nach wie vor zum Konsolenspieler macht, ist einfach die Bequemlichkeit. Ich bin einfach ein fauler Mensch. So, ich setze mich gern hin, ich habe das Pad in der Hand, ich muss mich um nichts kümmern, außer die verdammte Kiste anzumachen und ab und zu mir mal ein Update zu ziehen. Mhm. Ob das jetzt auch mit dieser zusammengebastelten Superkiste funktioniert, das werden wir gleich sehen. Ich gebe mal eine Prognose. Okay. So einen großen Unterschied werden wir, glaube ich, nicht feststellen zum jetzigen Spielerlebnis. Zum jetzigen Spielerlebnis, ja. Okay. Na, ich bin gespannt. Okay, Wolf, du machst Distanz mit dem Skiff in Gears 5. Wie ist das vergleichsweise zur Xbox One, die du ja hast? Vielleicht gebe ich mich selber zum Abschluss frei, aber ich muss sagen, so einen Riesenunterschied merke ich jetzt gerade nicht. Also nee. Mir ist gerade und dir auch schon ein paar Mal so ein Tearing aufgefallen. Ja. Das heißt, das Bild zerreißt und das ist wirklich sehr, sehr deutlich. Also man kann es gar nicht ignorieren. Aber das ist ja nicht unbedingt die Schuld unserer Konsole, sondern Nein. eigentlich wahrscheinlich eher die Schuld des Fernsehers, der halt nicht ja. mehr Framerate sozusagen verarbeiten kann. Ich frage mich jetzt gerade, und das haben wir eben schon mal kurz überlegt, wird das bei einer Xbox Series X oder PlayStation 5 auch passieren, wenn ich mir nicht einen 60-Hertz-Fernseher kaufe? Das wäre ja dann ziemlich unbefriedigend. Müsste ich tippen, würde ich sagen, ja. Ich glaube, exakt so wird das laufen. Ja. Also oh, eigentlich Mann. Müssen... Eigentlich müssten die Hersteller so Bundles mit neuen Fernsehern auch anbieten. Ja, ey, klar. Ja, natürlich. Nein, viel dazu. So viel dazu. Du musst einfach nur ein bisschen dran rumrennen und dann geht's auf. Oha. So, was war jetzt los? War es unser neuer Super-PC? Guck mal, ist es das Spiel? Ist es der Fernseher? Ist es alles? So, natürlich kommt der Skifter nicht durch. Das ist so Das klar. ist halt, ich meine, klar gehen Konsolen auch mal mit der Framerate in die Knie, aber sowas... Oh, nee. Also, sowas passiert mir ja auf einer Xbox One eigentlich nicht so drastisch. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich wirklich an kein einziges Spiel erinnern aus den letzten Jahren, in denen ich so ein krasses Stottern erlebt hätte. Also das liegt dann, glaube ich, eindeutig an unserer Kiste. Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil gerade bei Horizon Zero Dawn, was wir jetzt hier versuchen zu spielen, wir warten wird gerade kritisiert, dass es für PC noch nicht so richtig optimiert ist. Wir wollen es jetzt einfach mal anschmeißen und jetzt sehen wir hier, da steht, die Spielassets werden auf Grundlage deiner Hardware-Zusammensetzung optimisiert. Dies kann einige Minuten dauern, bitte habe etwas Geduld. Wir sind jetzt bei 16%, wir sitzen hier schon ein paar Minuten. Das hast du bei einer Konsole nicht, weil die werden schon bei der Entwicklung darauf optimisiert, weil die Hardware ja bekannt ist. Beim PC ist sie halt nie bekannt. Das ist halt so ein Ding, ne? Da muss man natürlich abwägen, also möchtest du hoffentlich nur ein einziges Mal diese Wartezeit jetzt investieren und hast dann ein optimisiertes Spielerlebnis. Ich klinge schon wie so ein ganz schlimmer PR-Fuzzi. Spielerlebnis, allein das schon. Früher war es einfach, ey, ich habe ein neues Spiel. Heute heißt es, ich habe ein neues Spielerlebnis. Eine neue Spielerfahrung. Ich habe ein fucking neues Spiel. So, und jetzt warten wir hier 20 Minuten, aber dann wird es beim nächsten Start aber hoffentlich auch sehr flüssig laufen.
Allerdings, also wir werden ja gleich sehen, inwieweit sich diese Wartezeit lohnt. Ja. Aber so spontan, muss ich sagen. Ich als Konsolenspieler, ich meine, auch ich habe mich ja mittlerweile an Updates gewöhnt. Immer wieder muss was neu runtergeladen werden, also ein Kram. Mhm. Also gefühlt, aber ist das auf dem PC dann noch ein wenig verschärft. Mhm. Oh Gott, ich kann das nicht mehr. Das ist schon so lange her. Also wir hatten hier eben schon wieder so ein paar Ruckler drin. Da muss ich ja sagen, ne? Nice. Man hat halt jede Menge. Was passiert? Okay. Bewegliche Teile, die man verstellen kann in den Einstellungen. Ja. Aber auch das ist ja schon was ich eigentlich gar nicht will. Ich will es einfach nur entweder auf schön oder auf schnell machen. Gut, ich bin flexibel, aber jetzt siehst du hier schon wieder Tearing, obwohl wir auf 60 Hertz eingestellt haben. Oh, dann will ich es doch auch einfach nur so haben. Ja, man hat gerade schon wieder so einen Ruckler gemerkt. Na, ich meine, also auf der einen Seite ist es natürlich nett, dass du so viele Optionen zur Anpassung an der Hand hast, sodass du dir wirklich dein optimales Spielerlebnis zusammen optimisieren kannst. Optimisieren kannst, genau. Also, aber ich meine, es sieht ja schon gut aus. Ja, ja, natürlich. Und also Horizon ist halt immer noch ein wahnsinnig hübsches Spiel, das muss man mal sagen. Und auch immer noch nicht perfekt optimisiert, wie man sagt, ne, für PC. Genau. Insofern, da lässt sich auch noch was rausholen. Ja, ja, definitiv. So, Wolf, wir wollen jetzt Control spielen. Gott, hab ich mich erschrocken. Control hat Wolf tatsächlich noch nicht gespielt, obwohl es eines der grandiossten Spiele des letzten Jahres war. Weil es Raytracing hat. So, jetzt. Deswegen habe ich es nicht gespielt. Nee. Nein, aber wir wollen es deswegen mal ausprobieren. Jetzt ja. Wollten wir kurz zeigen. Typisches Beispiel, was mir bei einer Konsole nicht unbedingt passiert, ist das. Also. Klar, das ist eine Kleinigkeit, wenn man einen PC hat, dann hat man ganz schnell diese Kniffe raus, wie man dann hier und da was macht. Aber das ist halt was so ein bisschen das Gefühl, das Erlebnis schon beeinträchtigt. Ne, jetzt gehe ich hier mal, ich gucke mal, ob das klappt. Ich gehe mal auf Optionen und gucke mal, ob ich das jetzt naja. Instant umstellen kann. Und ich meine, klar, es ist nur eine Kleinigkeit, aber was sind mehrere Kleinigkeiten zusammengenommen? Sind ein großes Problem. Ja. Also, ne? Schau mal, wir sind schon auf Fullscreen. Und guck mal, also hier sind es jetzt gerade irgendwie gefühlt 750 Grad. Das heißt, wir liegen hier mittlerweile echt träge. Wir wollen uns irgendwie kaum bewegen. Ja, ja. Also wir hoffen, dass es jetzt einfach läuft und wir hier so ein bisschen daddeln können. Und jetzt muss man da vielleicht, im schlimmsten Fall, musst du da noch mal hin, vielleicht irgendwie ja, so, ja. Ne? Das ist doch alles. So gut, aber ich hab's jetzt hingekriegt, aber nur mal so als Beispiel, was bei PC-Gaming halt so eine Sache ist. Also Leute, wir spielen jetzt Control. Das ist jetzt der Anfang, nicht wundern, aber Wolf hat es, wie gesagt, noch nicht gespielt, hat es noch nicht gespielt und deswegen wollten wir jetzt nicht in die Story reinspringen, damit es ihn nicht versaut wird, weil das ist ein Spiel, was ich finde, Wolf unbedingt spielen muss. Ey, ich muss es auch spielen, ja. Zumal jetzt dieser Alan Wake DLC angekündigt wurde. Dieser, ja. Oh, also da muss ich bin Alan Wake Fan, ich muss das zocken. So, worum geht's? Es geht hier ein bisschen jetzt vor allen Dingen um das Raytracing, was Control halt schon sehr gut eingebunden hat. In der laufenden Generation, das sehen wir jetzt hier vor allen Dingen an Spiegelungen hier auf dem Boden zum Beispiel oder in den Glasscheiben, wo sich halt auch zum Beispiel der Spielcharakter, die Spielfigur selbst in den Glasscheiben speichert. Ich hoffe, das seht ihr. Und auch die Schatten sind Raytraced. Das bedeutet, dass wenn man jetzt ein Objekt bewegen würde, was du ja mal gleich irgendwie probieren kannst, dann müsste man das auch gut sehen können. Um das mal ganz einfach zu sagen, wird bei Raytracing halt die Darstellung des Lichts pseudorealistisch dargestellt. Das bedeutet, das Licht spiegelt sich halt wirklich von Objekten und auch auf Objekten. Und das kann auch nur Teile des Ganzen betreffen, zum Beispiel nur den Schatten. Aber man sieht zum Beispiel hier jetzt in so Glasflächen, wie sich die gesamte Spielwelt in diesen Glasflächen widerspiegelt. Und das sind nicht nur vorher simulierte Objekte, also Spiegelungen, sondern das sind wirkliche Spiegelungen, die in Echtzeit gerendert werden. Ja, und da war leider keine Rechenpower mehr für die Textur. Guck dir das an. Was ist das denn? Genau. Ach, schön, dass wir das N64 wieder rausgekramt haben. Finde ich geil. Ist jetzt halt schwer zu sagen, liegt das am Spiel, liegt es am PC, also an der Hardware? Was ist hier das Problem? Aber insgesamt... Bin ich hier überhaupt richtig? Ist es so, dass du natürlich hier eine Leistung bekommst, die eine Base PS4 oder eine Base Xbox One jetzt nicht so krass darstellen kann. Wir haben jetzt hier das, was wir wahrscheinlich dann mit der Next Gen bekommen werden. Und das ist natürlich gerade auf so einem großen Fernseher ganz cool, weil wenn ich jetzt einen PC normalerweise habe, ich meine, ich weiß, viele Leute stellen sich den PC auch an ihren Fernseher dran, aber bei einer Konsole geht es mir ja darum. Ich habe meinen Fernseher im Wohnzimmer, da schließe ich die Konsole an und dann geht's ab und dann sehe ich hier direkt Raytracing und so. Und das ist das, worauf ich halt auch ein bisschen dann hoffe, ne? Dass ich dieses Wohnzimmer-Spiel-Feeling dann auch mit einer Next-Gen-Konsole bekomme. Wir haben das Problem beheben können. Ja. Wir haben, also ich würde sagen, mindestens 4 Stunden haben hier 6 Leute recherchiert im Internet. Wir haben so eine richtige Think-Tank-Company hier arbeiten lassen für uns. Und nach ganz viel Experimentieren, Schweiß, Blut, Tränen und Fummelei
haben wir einfach die Kiste neu gestartet. Und ja, jetzt läuft's. Ja, geh mal nah an so ein Bild ran. Wir zeigen das hier, guck mal. So, so muss es aussehen. Jetzt sieht man hier auch auf den Fotos, was zu sehen sein soll. Genau, die Texturen sind am Start. Ist das hier links Dr. House? Nee. Ja. Ja, wahrscheinlich. Nee, das ist Walter White mit Haaren. Wie am Anfang. Genau. Man sieht hier also sowohl die Fotos funktionieren, also Texturen sind da, als auch das Raytracing ist jetzt da. Man sieht auch die Spiegelung. Du bist jetzt eben irgendwo auf die Tür zugelaufen, da sah man auch den ja, richtigen Schatten da. Hier, da. Ne? Der auch wirklich, das ist ein Schatten, der wirklich errechnet wird, gerendert wird und nicht nur irgendwie so eine Map, die dann so sich... Und jetzt geht's mit dem richtigen Spiel los insofern. Voll viel Spaß. Ah, was ist das? Genau, jetzt guck mal, wie die zum Beispiel auch die Partikel und so, ne? Wenn jetzt die Fensterscheiben kaputt gehen und so. Das kaputt. Ist alles schon sehr, sehr fancy gemacht. Sam. Das ist natürlich was wir, glaube ich, vor allen Dingen so Partikel in der Next Gen krass viel mehr sehen werden. Ja, auf jeden Fall. Und das macht eine Menge aus für die Atmosphäre auch. So, Leute, wir sind jetzt umgezogen, sitzen hier in einer normalen PC-Konfiguration. Das hat einen Grund, weil wir wollen natürlich jetzt auch mal sehen, was das mit den FPS so bringt. Wir haben jetzt hier F1 2020. Wolf zeigt mir gerade, was er im Ferrari drauf hat. Nicht viel. Oder generell, was ich drauf habe. Auch hier wieder nicht viel. Und wir wollen natürlich das Feeling so ein bisschen raus haben. Dieser Monitor, dieser Predator, boah, der kann 144 Hertz. Wir sehen oben in der Ecke, dass er das Spiel sich so um die 100 bis max 120 FPS so einpendelt. Also auf gerader Strecke wären es dann mal 120. Aber vom Feeling her ist es natürlich flutschig, sag ich mal so, oder Wolf? Ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Ich spiele nämlich F1 2020 genau, wie Burnout. Ich ramme hier einfach alles und jeden weg. Flutschig, ja, auf jeden Fall. Also ich probiere jetzt gerade noch so ein bisschen mich hier so irgendwie in dem Rennen zu behaupten. Aber ich habe zumindest jetzt keine Grafikaussetzer bemerkt. Es ruckelt nicht. Ich habe noch kein Tearing gesehen. Und das Wichtigste ist, also ich meine, bringt dir das... Was, also ist das für dich geiler, wenn es jetzt eine höhere Framerate hat als auf einer PS4 oder Xbox One mit 30 FPS? Naja, also ich muss schon sagen, ich spiele jetzt generell keine Rennspiele. So. Und, das sieht man. Genau. Und ein F1 2020 würde ich erst recht nicht spielen, weil das ja kein Funracer ist, sondern eine richtige Simulation. Aber weil es eine Simulation ist, muss ich sagen, kommt jetzt hier diese gestochen scharfe Optik in Kombination mit dieser, mit der Auflösung und der Framerate, das kommt schon, du hast es gerade flutschig genannt, kommt schon echt gut rüber. Also ich glaube, wäre ich jetzt krasser F1-Fan und würde mich an dieses Setup hier gewöhnen, dann wäre es vielleicht relativ schwer für mich, zurück zu meiner PS4 zu kehren. Also ich glaube, da hat man schon deutliche Qualitätsunterschiede. Ja. Aber was anderes noch, was ich kurz ansprechen möchte, ist, wir haben jetzt hier einen extra Bildschirm, der 144 Hertz kann. Selbst die Leute, die heutzutage einen 4K-Fernseher stehen haben, werden wahrscheinlich nicht unbedingt einen Fernseher zu Hause stehen haben, der über 60 Hertz drauf hat. Ja. Und das ist was, was viele Leute nicht bedenken, wenn es um Next-Gen-Konsolen geht. Da müssen wir natürlich auch dran denken, dass wir uns dann irgendwann anpassen, was das angeht, um überhaupt diese krasse Leistung abrufen zu können. Und 120 Hertz Fernseher weiß ich jetzt nicht so. Also ob ich mir da jetzt in den nächsten 20 Jahren einen von kaufe. Insofern, ja, das ist dann schon ein Unterschied. Aber mal gucken, wie es dann am Ende so wird. Ich glaube, ich wurde überrundet. Ja, zu Recht. So, jetzt haben wir hier nochmal Death Stranding, die PC-Version, angemacht. Vor allen Dingen, um nochmal diesen Grafikkontrast zu sehen, ne? Weil auf der PS4 ist das schon ein schönes Spiel. Ja. Hier ist das nochmal auf jeden Fall sichtbar geiler. Also jetzt ist hier ein bisschen düster und alles, hat eben schön geregnet. Das sieht schon cool aus. Trotzdem haben wir natürlich auch eine Framerate von 120 FPS so um und bei. Klar, das ist jetzt kein Spiel, wo super viel auf einmal passiert. Ja. Aber man sieht das schon. Man sieht schon einen krassen Unterschied und ich hoffe, dass auch die neuen Konsolen dann hier dieses Feeling bieten werden. Also wir haben gerade das Spiel angemacht. Okay, jetzt ist die Framerate gerade ordentlich Keller gegangen. Ja. Wir haben gerade das Spiel angemacht und das allererste, was wir alle gesagt haben, war spontan, boah, das ist aber schön. Ja. Also wirklich direkt viel schöner als auf der PS4. Das sieht man tatsächlich sofort. Mhm. Also. Und das ist natürlich zu erwarten, aber uns geht es ja darum, werden wir diesen Unterschied überhaupt sehen auf den Next-Gen-Konsolen? Und ich würde mal sagen, anhand Sonderspiele, ja, wird man sehen. Okay, also aus den Viechern habe ich gar nicht gesehen, vielen Totenschädel raus. Guck mal hier. Guck mal, wie geil detailliert das aussieht. Das ist ja der Hammer. Sein oder nicht sein. Ob es Edler im Gemüt. Aber die Reflexionen sind auch cool, ne? Das, ey, ohne Scheiß. Einmal so ans Licht da. Ich bin wirklich, wirklich beeindruckt. Das sieht fantastisch aus. Ich hatte auch mal so einen Mediziner. Guck mal, da sind ja sogar die Haare. Man sieht sogar die Haare hier noch auf der Schädeldecke. Ja. Und die Fingernägel sind so richtig schmutzig. Und, kannst du das jetzt ablecken? Oh, baby. Nee, ich finde, also wirklich. Leute, also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Vielleicht braucht nicht jedes Spiel VR, aber wenn es geil implementiert ist, so wie das hier,
Ey, das bringt dich schon wirklich mal... Es sieht auch richtig geil aus, wie du dir einfach deinen Unterarm anschaust und da fasziniert bist. Oh, ja genau, wenn man den Kontext nicht kennt. Ne? Wolf ist jetzt völlig wahnsinnig geworden. Oh. Nee, also ey, meine größte VR-Erfahrung bis gerade war tatsächlich Resident Evil 7 mit PlayStation VR. Und das fand ich schon sehr, sehr geil. Mhm. Und dagegen muss man sagen, ist natürlich dieses Angebot hier von Vive qualitativ weitaus ja, krass. Who knew? Ja, ich meine, natürlich. Und ich bin ein bisschen gekickt, vor allem finde ich es richtig geil, dass ich mich jetzt hinknie und trotzdem hier weiterlaufe. So, liebe Freunde, jetzt haben wir uns angeschaut, was diese Pseudo-Next-Gen-Konsole von Alex und Jens so drauf hat. Jetzt wollen wir mal bewerten. Also Wolf, du hast am Anfang gesagt, bei Konsolen ist dir vor allen Dingen die bequeme Bedienung wichtig. Jetzt haben wir hier natürlich sowas dran, das schon mal irgendwie den Umweg zumindest über Windows 10 immer erfordert bei bestimmten Sachen. Ja. Insgesamt, wie gefällt dir das Erlebnis, was dieses Gerät bietet? Wichtiges Wort, Erlebnis. Ja, also nach wie vor, es konnte mich nicht davon überzeugen, dass ich immer noch im Konsolenlager bin. Also ja. ich hab's einfach, ich hab's bequem und ich hab's komfortabel und ich hab's gern einfach. Ich mag das, eine Kiste bei mir zu haben und ich weiß, alles, was ich zur Bedienung von jeder Funktion brauche, ist das hier. Und mir ist schon klar, der Rechner, der ist ja jetzt nicht nur auf Spielen ausgelegt, mit dem habe ich natürlich die normalen Windows-Funktionen, ist ja auch alles ganz toll. Aber da haben wir es zum Beispiel wieder bei unseren Tests von den Spielen. Wir hatten das gelegentlich mal, dass wir zurück ins Menü irgendwie mal mussten. Das heißt, wenn einer von uns nicht aufgesprungen wäre, um nochmal zur Tastatur zu gehen, ins Windows-Menü zurückzugehen, musste das jemand hier aus dem Team machen und so. Und also das sind alles keine Probleme, die mich jetzt komplett vom Spielen wegbringen würden. Aber habe ich die Wahl, würde ich auf den ganzen Kram lieber verzichten und eventuell dafür leichte Grafikbußen einnehmen. Also von daher... Es ist natürlich so, wahrscheinlich gibt es jetzt Cracks da draußen, die sagen, ey, du kannst aber mit dem und dem Mod oder was, kannst du das so umstellen, dass alles so geht. Aber das ist ja allein schon was ich ja auch nicht unbedingt als Konsolenspieler möchte. Genau. Ich möchte das anstöpseln, loslegen vorm Fernseher, auf dem großen Screen sofort spielen können. Mit Updates runterladen. Wir kennen dieses Argument, aber das hast du ja hier auch. Also insofern. Klar. Genau. Das war das eine, aber also jetzt noch mal was anderes. Also es ist ja eine simulierte Next-Gen-Konsole. Was hast du denn jetzt an technischen Möglichkeiten gesehen, die du quasi auf der Next-Gen-Konsole, die dann wirklich kommt, nicht vermissen möchtest? Also ich muss sagen, wir haben ja gerade den großen F1-Test bei uns gehabt und ich habe es ja erwähnt, das sah wirklich schon toll aus. Es war gestochen scharf, es war nahezu fotorealistisch. Flutschig. Flutschig. Ich glaube, würde ich das jetzt eine Woche richtig hardcore spielen, wäre voll drin und würde dann zurück zur PS4 gehen, ich glaube, das tät schon weh. Mhm. Also technisch sehe ich da schon wirklich so, dass wir vor der neuen Generation stehen. Ja. Und so Sachen wie das Raytracing bei Control, diese Texturensache vergessen wir mal, aber das Raytracing, das sah schon geil aus. Ja. Also muss man sagen, da kann ich schon, selbst ich als nicht so mega Technik-Freak, ich kann das schon nachvollziehen, warum man... Das ist der nächste Schritt einfach so ein bisschen. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Ja. Aber ich glaube, was für mich auch nicht ganz uninteressant ist, ist die Frage, wie es denn tatsächlich später mit den Ladezeiten aussieht. Weil das ist zum Beispiel was, das nervt mich persönlich an Spielen jetzt gerade viel mehr, als dass ich irgendwo mal einen Ruckler habe. Ja. Oder dass nicht alles so gestochen scharf aussieht. Also wenn ich, ich habe ein Open-World-Spiel und zwischen einem Gebiet und dem nächsten komme ich zu ganz klaren Ladezeiten. Ja. Oder in einem Rollenspiel gehe ich von einer Tür, von einem Raum zum anderen. Also das müssen Sie beheben, da wäre ich eher hin. Und hier ist ja eine SSD drin, das bedeutet, wir haben hier schon einen sehr schnellen Speicher, der das alles verbessert. Ich finde, man hat es mitunter vereinzelt auch gemerkt bei unserem Test jetzt, aber nicht so krass, dass ich sage, völlig anderes Erlebnis. Da bin ich gespannt, was diese teilweise ja bei Sony zum Beispiel speziellen SSDs dann nochmal für eine Verbesserung bringen. Hat aber auch, glaube ich, viel zu tun mit den Inhalten, mit den Spielen. Wie werden die darauf ausgerichtet? Und das ist dann wirklich das, wo ich halt sage, das ist für mich Next Gen, wenn die Spiele vor allen Dingen ein verändertes Erlebnis mir bringen durch solche Optimierungen. Das werden wir natürlich mit diesem Gerät hier nicht simulieren können. Ja, also ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ich kann mich erinnern, wir sind ja etwas älteren Kalibers und damals hast du wirklich von einer Konsolengeneration zur nächsten, das waren wirklich Sprünge. Ja. Das ist heutzutage nicht mehr nachvollziehbar. Mhm. Also der Sprung vom Super Nintendo aufs N64 damals, das war krass. Mhm. So, also dir ist wirklich... Die Augäpfel sind explodiert, sowas hast du noch nie gesehen. Und heutzutage sind die Unterschiede, ich habe das Gefühl, die werden immer geringer. Also sollte es bei der PS5 und bei der nächsten Xbox so sein, dass die Spiele ein bisschen besser aussehen als die jetzigen, aber viel mehr Unterschied merkt man dann nicht, dann wäre ich von der nächsten Generation sehr enttäuscht, beziehungsweise dann würde ich echt abwarten, bis so der absolute System-Seller kommt und mir ein Spielerlebnis ermöglicht, was ich jetzt einfach auf der aktuellen Konsolengeneration nicht habe. Aber das sehe ich jetzt noch nicht so unbedingt, von daher, also es brennt mir jetzt noch nicht unbedingt auf den Nägeln. Wenn sich das so anfühlen sollte, wie jetzt gerade in unserem Test, dann glaube ich, warte ich vielleicht lieber noch ein bisschen. Ja, wir können ja so lange auch mit diesem Gerät weiterspielen. Ich meine,
1700 Euro wollen wir jetzt nicht einfach irgendwo in der Ecke stehen lassen. Ja, zack, Bomb, nehme ich mit. Insofern haben wir ja auch noch eine Menge zur Auswahl und man kann ja auch mit solchen Geräten, auch mit einer PS4 oder einer Xbox One, noch sehr, sehr viel Spaß haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit uns das Teil anzusehen. Wir gucken mal, wie es dann aussieht, wenn wir die echten Konsolen dann daneben stellen können. Das gucken wir uns dann hoffentlich bald an. Also, insofern, mal rüberschicken hier. Her damit. Und euch sehen wir bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann.